Liebe Tierfreunde, heute bitten gleich zwei kleine Terrier um Aufmerksamkeit. Oh, man hört es schon. Es wird gefiebt. Vor mir sitzt der kleine Eik. Eik ist 13 Jahre alt. Ist 13 Jahre alt und hat außer diesen kleinen Rundrücken hier, das kommt davon, weil er wirklich zu oft getragen wurde, keine großartigen Altersbabychen. Für Eik wird ein harmonisches, ruhiges Zuhause gesucht und sehr gerne bei älteren Menschen. Ja? So, und ich weiß auch, warum du so fiebst. Die Lösung sitzt da vorne und heißt Diablo. Dann komm mal mit, mein Kleiner. So. Hallo, Kim. Hallo. So, dann stell doch mal den kleinen Diablo vor. Diablo ist 4 Jahre alt und er hat ein kleines Handicap. Er ist blind. Aber obwohl er blind ist, kommt er in seiner Umgebung gut zurecht, gewöhnt sich schnell ein und schmust wahnsinnig gern, liebt die Fellpflege, kurze Spaziergänge, nicht zu lang. Und auch er wünscht ein ruhiges Zuhause. Auch gerne bei älteren Leuten oder einfach da, wo es nicht so hektisch zugeht, wenig Stress. Und auch spielen mag der Kleine. Für die beiden, wie schon gesagt, wird ein ruhiges Zuhause. Getummel, Kindergeschrei, nichts dagegen, aber gerade der kleine Diablo, der blind ist, braucht einen geordneten Alltag und dieser kleine 13-jährige Kerl, der noch topfit ist, brauchte natürlich auch einen gut strukturierten Alltag. Die beiden können einzeln vermittelt werden. Aber der Traum wäre natürlich, beide zusammen in ein Zuhause. Also, was sollen wir noch sagen? Sie sehen, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Kommen Sie doch einfach vorbei oder rufen Sie an. Täglich von montags bis freitags von 11 bis 12 Uhr ist Telefonsprechstunde hier im Lüneburger Tierheim unter der Nummer 04131 82424. Hätten Sie alle Infos. So, ihr Kleinen, auf geht's!